Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt einfach mal die Kamera gestartet. Seid alle gegrüßt zu meinem vierten Video. Ich habe jetzt gedacht, ich will einfach mal mit Gewalt jetzt die Zigarrensaison eröffnen. Es ist Ende Februar. Eigentlich ist das eher ein Negativbeispiel heute, denn das Wetter ist überhaupt kein Zigarrenwetter, aber ich rauche ja ausschließlich draußen. Und ich will es jetzt einfach mal mit Gewalt versuchen. Es ist zu windig, die Temperatur geht so. Wir haben 11 Grad jetzt hier. Wenn man gut eingepackt ist, ist die Temperatur weniger das Problem. Aber es ist eigentlich einfach zu windig und zu unruhig. Da raschelt noch das trockene Laub in den Büschen und so weiter. Trotzdem will ich wieder ein paar Videos machen, die Saison jetzt eröffnen. Vielen Dank für den Zuspruch während der Winterpause. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Obwohl ich ja erst 3 Videos online habe, habe ich jetzt schon zu dem Zeitpunkt 22, wie nennt man das auf YouTube, Followers oder Abonnenten. So, ich möchte heute erst eine kurze Geschichte erzählen. Ich war nämlich während der Winterpause im Dezember oder Anfang Januar in Frankfurt in einer Zigarrenlounge und das war wirklich ein gediegenes Erlebnis. Dort habe ich zum ersten Mal bewusst eine kubanische Zigarre geraucht, nämlich eine Romeo y Julieta, so ungefähr in Robusto-Größe, das heißt ja dort anders, aber ich werde dazu sowieso mal extra ein Video machen. Aber das war wirklich, ich habe ja gedacht, ach, wahrscheinlich merke ich das gar nicht, dass das jetzt eine kubanische Zigarre ist und so weiter. Und in dieser Lounge gab es aber ausschließlich kubanische Zigarren und deswegen habe ich mir eine ausgesucht. Und das waren also wirklich Weltenunterschiede. Es war so ein Wahnsinnserlebnis, noch mit einem sehr guten Whisky dazu. Fragt mich nicht mehr auswendig, kann ich nicht mehr sagen, was das für einer war. Ich kann nur so viel sagen, auch der Whisky war eine völlig andere Liga von allem, was ich bisher so getrunken habe. Aber da ist der Flaschenpreis, wenn man das persönlich so privat einkauft, schon liegt über dem Dreifachen von dem, was man sonst so kennt in der Kategorie von Jack Daniels, Jim Beam und wie sie alle heißen. Ja, und natürlich hat sich dadurch jetzt schon ein bisschen mein Geschmack und Anspruch geändert. Und deswegen will ich heute so ein bisschen meinen Humidor aufrauchen. Das sind noch so ein paar Dinger drin, von denen ich einfach froh bin, wenn sie weg sind. Zum Beispiel heute hier diese Maria Mancini Jahreszigarre von 2017. Die sieht sehr schön aus, deswegen habe ich sie damals mitbestellt. Ihr könnt euch ja erinnern, ich glaube, mein allererstes Video war eine Maria Mancini, aber die Postre de Banquette, die war wirklich sehr gut. Und danach habe ich auch mal ohne Kamera diese hier geraucht. Ich hatte 2 davon. Ja, und da war ich nicht so begeistert dafür, dass die immerhin 8 Euro kostet oder so. Oder vielleicht 7, 8 Euro. Das ist jetzt nicht so wenig Geld. Für den Preis habe ich aber auf jeden Fall schon Besseres geraucht. Aber ich will ja jetzt eine zweite Chance geben und natürlich muss ja auch aus dem Humidor. Und heute bei dem Wetter, ja, rauche ich die jetzt einfach mal. Mache schon mal vorne die Bauchbinde weg. Ja, über Weihnachten habe ich auch ein bisschen Equipment gekriegt, nämlich einen neuen Aschenbecher, einen schönen Zigarrenhalter, den habt ihr am Anfang des Videos schon gesehen. Und auch ein ganz krasses Feuerzeug. Das seht ihr gleich. So, ich schneide sie erstmal an. Ja, Geruch nehme ich bei der Witterung kaum wahr. Ist einfach zu kalt. Also wie gesagt, eigentlich zigarrenwidrige Bedingungen. Ah, jetzt habe ich mir gleich noch den Finger eingeklemmt. Nicht angeschnitten, aber ein bisschen eingeklemmt im Cutter und auch noch etwas schief geschnitten. Ah. So, ich muss da jetzt einfach mal durch das Elend. Der Zug ist sehr, sehr leicht. Hier ist mein neues Feuerzeug. Ein Prometheus, vielleicht kennt es der ein oder andere.
Das brauche ich bei dem Wetter auch. Und da kommt schon, oh, ich sehe überhaupt nichts an Flamme. Ich kann echt nur raten, wo sie ist. Ey, das ist ja krass. Ich habe das Feuerzeug ja schon mal benutzt drinnen. Und da hat es wesentlich besser geklappt, weil ich eine Flamme gesehen habe. Jetzt ist es absolut durchsichtig. Ich höre nur, dass sie gut boostet. Und ich sehe auch die Wirkung. Okay. Oh je. Da kommt mir schon die Kappe entgegen. Seht ihr das hier? Kein gutes Zeichen. Eieiei, ich versuche sie irgendwie dran zu halten. Was wird das werden heute? Obwohl die Kappe, ja, die klebt noch am Umblatt und das ganze Umblatt löst sich ein Teil mit Kappe dran. Ah, naja, ich probiere irgendwie durchzukommen. An ist sie natürlich auch noch nicht richtig, ihr seht es besser als ich. Das ist total krass hier, das ist mir noch nie passiert. Das verbuche ich also unter besonderer Erfahrung. Ich mache mal ein Foto, dass ich euch das größer einblenden kann. Ja, wirklich total krass. Ich versuche es trotzdem durchzuziehen. Geschmacklich lässt sich das jetzt schwer beschreiben, es ist okay, aber bin gar nicht zufrieden, weil ich der Meinung bin, dass man auch bei solchen äußeren Umständen einfach keine gute Geschmackswahrnehmung hat. Ich stelle jetzt gerade fest, dass sie auch einfach nicht richtig zieht, weil sich hier alles gelöst hat. Ich muss die also viel mehr in den Mund nehmen, um alles abzudichten, aber ja, ist einfach nicht gut. Kaffee auch schon längst kalt bei diesem Wetter. Trotz allem dürfte das hier einfach nicht passieren. Hier seht ihr es auch im Wind. Die ist einfach zerstört jetzt, die Zigarre. Obwohl ich eindeutig nicht über die Schulter drüber geschnitten habe. Über das Mundstück. Das hat sich einfach komplett mit dem Deckblatt abgelöst. Okay, wenn ich so ein bisschen festhalte, geht's. Nochmal nachzünden, glaube ich.
Okay, so langsam würde ich sagen, bin ich drin. Also wenn ich das so festhalte, kann ich sie rauchen. Aber es ist kein geiles Erlebnis. Das ist jetzt wirklich mal ein Extrembeispiel für euch. Sucht euch ein ruhiges, windstilles Plätzchen und vor allem etwas wärmer. Aber vorhin hat so schön die Sonne geschienen. Und ich dachte mir, jetzt probiere ich das einfach mal heute. Die Sonne scheint jetzt wieder immer noch. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Schau mal, ob sich irgendwas verändert. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, den Smoke musste ich leider abbrechen. Eigentlich wollte ich das Video gar nicht hochladen, habe es jetzt aber auf der Speicherkarte nochmal gefunden und dachte mir, das ist ja auch ein ganz schönes Negativbeispiel, wie man es nicht machen soll, beziehungsweise wenn die Umstände einfach zu widrig sind, dann sollte man es besser einfach bleiben lassen mit der Zigarre. Ja, trotzdem gab es jetzt mittlerweile schon ein paar wärmere Tage und ich habe tatsächlich schon meinen ersten echten Smoke gemacht, die Saison eröffnet. Das hat auch gut geklappt. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft auf jeden Fall auf echte Videos, wieder gute Smoke-Videos einstellen, wo ich tatsächlich mein Urteil zu verschiedenen Zigarren abgeben werde. Ja, ich freue mich trotzdem, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und natürlich mein Abo, meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Das war Peter von Smoke for the Gods. Bis dann. Tschüss.